Schön, dass du wieder hier bist und herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Patrick Neukirch und zum aktuellen Zeitpunkt führe ich ein Online-Coaching-Business und betreue darin 15 Klienten im 1:1-Kontext. Ich gehe 5 bis 6 Mal die Woche ins Fitnessstudio mit anschließendem Saunagang. Ich lerne parallel Klavier spielen und Spanisch über Bubble. Und natürlich pflege ich auch noch meine persönlichen Beziehungen. Und das alles erfordert, dass ich produktiv bin, dass ich meine Zeit gut manage und dass ich vor allem an den wesentlichen und relevanten Dingen arbeite. Und genau darum soll es heute gehen, nämlich um das Thema Produktivität. Denn ich möchte dir heute meine Perspektive auf das Thema aufzeigen und vor allem das Ganze aus 4 verschiedenen Perspektiven beleuchten. Die erste Perspektive ist tatsächlich die Psychologie. Dann das Thema Physiologie, wo wir tatsächlich über das Thema Bewegung, Ernährung, aber auch Schlaf sprechen werden. Und natürlich auch über das Thema Sinn und den Antrieb, weshalb man produktiver sein sollte und wofür man produktiv sein sollte. Wie zu guter Letzt auch über die Strategie, die ich vor allem für mich nutze und auch schon seit längerem erfolgreich nutze. Ich empfehle dir auf jeden Fall dran zu bleiben, denn es wird auch möglicherweise dir helfen, die Produktivität aus der Perspektive zu sehen, die wirklich den größten Hebel darstellt und zugleich bessere Ergebnisse liefern für deine Selbstständigkeit und für dein Unternehmertum. Also, lass uns loslegen. Und wie angesprochen, beginnen wir mit dem Bereich Psychologie. Und das würde ich auch gerne noch einmal einteilen. Und zwar einmal in das mentale Management, in das Emotionsmanagement und das Energiemanagement. Und fangen wir an mit dem mentalen Management. Was meine ich damit? Wir und allem voran auch ich, finde mich immer wieder dabei, dass ich 20 Dinge gleichzeitig tue und irgendwie das Gefühl habe, produktiv zu sein, aber nicht wirklich ein Ergebnis erzeuge. Und gerade für mich in meiner Selbstständigkeit oder wenn ich ein Coaching-Business pflege, wie ich das jetzt auch tue, ist es unheimlich wichtig, dass ich mich auf das Wesentliche fokussiere, auf die Dinge fokussiere, die relevant sind, damit mein Business nach vorne geht, ja, also dass ich Kunden gewinne, dass ich Interessenten auf mich aufmerksam mache, aber dass natürlich auch meine Klienten mit den nötigen Ressourcen versorgt werden, dass die Termine pünktlich stattfinden, dass sie, wenn ich dann in einem Coaching bin, zu 100% auch wirklich fokussiert bin. Und dafür ist es wichtig, dass ich für mich tatsächlich eine ablenkungsfreie Zone schaffe. Das bedeutet so viel wie, dass ich jegliche Distractions, jegliche Ablenkung versuche zu eliminieren. Das bedeutet auch, dass ich mir zum Beispiel feste Zeiten nehme, in denen ich fokussiert arbeite. Das bedeutet auch, dass ich den Konsum von Social Media massiv reduziere und wirklich als eine Art Creator auftrete. Es bedeutet aber auch, mein persönliches Leben in den Griff zu bekommen, mich immer wieder mit positiven Dingen auseinanderzusetzen, immer wieder auf meine Ziele zu schauen, mich darauf zu fokussieren, was ich wirklich erreichen möchte, um zu wissen, was ich überhaupt dafür tun muss. Denn diese Ausrichtung auf die positiven Dinge, auf meine eigenen Ziele, auf das, was ich erreichen möchte, auch das, was ich mit meinen Kunden erreichen möchte, hilft mir tatsächlich, den Fokus zu bewahren, die Konzentration zu bewahren und die wirklich relevanten Aufgaben zu erledigen, damit meine Kunden erfolgreicher werden, aber auch ich erfolgreicher werde. Und so spielt auch das Emotionsmanagement eine wichtige Rolle, denn mit unseren Gedanken kommen auch Emotionen auf. Das heißt, es wird Tage geben, an denen wir vielleicht gestresster sind und dementsprechend auch etwas reizbarer. Wir sind vielleicht nicht ganz so geduldig, haben eine sehr, sehr kurze Zündschnur. Und wenn dann noch persönliche Probleme hinzukommen oder die Lebenssituation sich verändert oder man in einem Streit mit einer Person steckt oder man aufgrund seiner fehlenden Routinen vielleicht zu spät aufgestanden ist und deswegen nicht mehr so produktiv sein kann, dann kann es schon mal sein, dass mit einem die Pferde durchgehen. Das bedeutet so viel wie, dass wir gereizt sind, dass wir ungeduldig sind, dass wir vielleicht einen verengten Fokus haben, dass wir nicht mehr so positiv nach vorne schauen können, sondern tatsächlich etwas aus dem Mangel herausdenken. Und da ist es unheimlich wichtig, dass man Emotionsmanagement betreibt. Für mich ist es unheimlich wirksam, mich einfach mal zurückzunehmen. Ich habe zum Beispiel hier so eine Sanduhr, die geht 30 Minuten lang. Und mindestens einmal am Tag, ich schaffe es leider nicht immer jeden Tag, aber ich sage mal zu 99% der Zeit oder 99% der Tagen, lege ich mich tatsächlich für 30 Minuten einfach hin und versuche meinen Geist zu beruhigen, versuche vor allem aber auch die Emotionen, die ich dann in mir habe. Wenn ich ein bisschen aufgewühlt bin, wenn ich sauer bin, wenn ich wütend bin, wenn ich total gehetzt bin, einfach mal runterzukommen. Und dieses Emotionsmanagement ist total wichtig, denn wenn dich Emotionen davon abhalten, produktiv zu sein, dann wirst du auch gedanklich das, was du versuchst zu erreichen, nicht mehr ausgleichen können. Und letzten Endes nimmt es dir auch die wichtigste Ressource überhaupt, nämlich deine Energie. Und so kommen wir auch schon zum dritten Punkt, dein Energiemanagement. Und mit dem Energiemanagement meine ich, dass du tatsächlich ein Gefühl dafür bekommst, wie viel Kapazität noch in deinem Akku oder wie viel Ladestand dein Akku eigentlich noch hat. Denn schau mal, du triffst über den Tag sehr, sehr viele Entscheidungen. Du beurteilst auch viele Dinge. Du wirst mit vielen Fragen konfrontiert. Gerade wie ich, wenn ich ganz, ganz viele Fragen von meinen Coaches gestellt bekomme, muss ich auch über das eine oder andere wirklich nachdenken. Ich muss die richtigen Ressourcen raussuchen. Ich muss aber auch allen voran einen scharfen Verstand haben. Das heißt, ich kann nicht einfach sagen, du, gib mir eine Woche, ich recherchiere mal eben, sondern ich brauche etwas, was eine wirkliche Lösung für meine Coaches darstellt. Gleichzeitig aber
möchte ich natürlich auch mein persönliches Leben irgendwie gestalten. Dementsprechend ist es wichtig, dass du nicht nach einem langen Arbeitstag mit 0% Akku nach Hause kommst und nichts mehr für deine Familie, für deine Partnerin, für deine Freunde übrig hast, sondern dass du damit haushaltest. Es ist also wichtig, dass du Pausen einrichtest, dass du aber auch schaust, dass deine Energie immer oben bleibt. Und wie das funktioniert, das besprechen wir jetzt im zweiten Thema, nämlich Thema Physiologie. Beim Thema Physiologie möchte ich auf meine Vergangenheit zurückgehen. Und da war ich Personal Trainer. Ich habe ganz, ganz viel zum Thema Ernährung erzählt. Ich habe auch YouTube-Videos dazu gemacht. Ich habe ganz, ganz viel zum Thema Fitness und entsprechende Leistungsfähigkeit gepostet und mich sehr, sehr viel damit beschäftigt. Und ich weiß, wie wichtig Bewegung ist. Ich weiß vor allem, dass es unheimlich wichtig ist, dass wir Energie kreieren und generieren und nicht darauf warten, dass wir sie aus heiterem Himmel haben. Und wenn wir von Energiemanagement und dementsprechend auch unsere Physiologie sprechen, dann ist es unheimlich wichtig, dass du eine Trainingsroutine aufbaust. Aus zwei Gründen. Einerseits hilft es deinem Körper, Energie zu generieren. Das heißt, du baust Muskeln auf, deine Durchblutung wird erhöht. Dementsprechend kannst du mehr Nährstoffe verarbeiten und wirst automatisch auch mehr Kapazität haben zum Denken, zum Konzentrieren, aber auch zum Behalten und zum Erinnern. Auf der anderen Seite ist es so, dass Bewegung dafür sorgt, dass auch Emotionen in Bewegung kommen. Jeder weiß es, das Läuferhoch zum Beispiel. Oder wenn es heißt, Patrick, wenn ich ins Fitnessstudio gehe, kann ich komplett alle Sorgen dieser Welt vergessen. Und diese Pausen benötigst du. Wenn du dich nicht auf den Boden legst für 30 Minuten, so wie ich, dann ist Bewegung genau der Schlüssel dazu. Ein weiterer wichtiger Faktor hierbei ist natürlich auch die Stresstoleranz, die du aufbaust. Man hat in vielen verschiedenen Studien herausgefunden, dass Menschen, die Krafttraining betreiben oder grundsätzlich Sport betreiben, stressresilienter sind. Sie empfinden auch Schmerzen als viel geringer als die Kontrollgruppe. Dementsprechend bauen sie viel mehr Kapazitäten auf, um auch zum Beispiel mit Herausforderungen, mit schwierigen Situationen oder auch schwierigen Phasen umzugehen. Dementsprechend kannst du also über längere Zeit fokussierter sein, produktiver sein, aber vor allem Kapazitäten aufbringen, die dir helfen, in möglichen Tiefphasen durchzuhalten und nicht an dir selbst zu verzweifeln. Ein weiterer wichtiger Faktor, um die Physiologie gesund zu halten, um Energie zu produzieren, ist natürlich Schlaf. Schlaf und dementsprechend auch deine Schlafroutine. Es ist unheimlich wichtig, dass du idealerweise jeden Tag um dieselbe Zeit schlafen wirst. Denn dein Körper arbeitet in Rhythmen. Und wenn du diese Rhythmen immer wieder durcheinander bringst, wirst du auch an dem einen Tag irgendwie ein bisschen mehr Augenringe haben, weshalb du dann vielleicht kein YouTube-Video drehen kannst, weshalb du dann vielleicht kein Content machen kannst, weshalb du vielleicht mehr Tassen Kaffee benötigst. Andererseits solltest du dann schauen, dass du 7 bis 8 Stunden schläfst. Aber auch das ist wieder abhängig von deiner Ernährung. Und deine Ernährung sollte darauf ausgelegt sein, dass du maximale Energie hast, dass du aber auch vor allem das, was Energie produziert, nämlich deine Muskeln, dein Stoffwechselsystem, aufrechterhalten bleibt und maximal leistungsfähig ist. Für mich bedeutet das, dass ich eine sehr proteinlastige Ernährung habe, mit wenig bis mäßigen Kohlenhydraten, also von der Menge her. Das heißt, ich verzichte auch komplett auf Weizen, ich verzichte grundsätzlich auf Hülsenfrüchte und so besteht meine Nahrung hauptsächlich aus Eiern, aus Fleisch, Fisch, Früchten und Kartoffeln sowie Reis und einigen Getreidesorten, aber nur wirklich ausgewählten, sowas wie Buchweizen zum Beispiel. Ansonsten versuche ich tatsächlich Lebensmittel zu mir zu nehmen, die auch nur eine einzige Zutat haben. Also nichts Verarbeitetes und vor allem nichts, was in irgendeiner Form künstlich hergestellt ist. Ja, ich nasche auch mal, aber das muss ja keiner wissen. Und so gelangen wir auch schon zur nächsten Ebene, nämlich die Sinnebene. Es ist unabdingbar, dass du weißt, wofür du das alles tust. Denn es kommt oft zu diesen Momenten, wo wir da sitzen und sagen, boah, was mache ich eigentlich hier? Warum komme ich nicht wirklich in die Gänge? Warum werde ich nicht produktiver? Warum schaffe ich nicht das Gleiche wie alle anderen? Warum tue ich das überhaupt? Diese Frage musst du klären. Du musst wissen, wofür du das tust. Du musst wissen, was dich antreibt. Ich kann mir vorstellen, dass wenn zum Beispiel eine alleinerziehende Mutter arbeiten geht in 2, 3 Jobs, dass der Grund dafür ihr Kind ist. Das heißt, diese Person hat einen Antrieb gefunden und ist dazu imstande, wirklich Außergewöhnliches zu leisten. Wenn du also nicht weißt, wofür du es tust, dir also die Klarheit für deine Mission fehlt, also die Klarheit dafür, was du überhaupt erreichen möchtest, wird dir zwangsläufig auch die Klarheit hinsichtlich deiner Produktivität fehlen. Denn dann wirst du nicht wissen, was du überhaupt dafür tun musst. Also mach dir klar, warum mache ich das alles? Was will ich damit erreichen? Und es ist unheimlich wichtig, dass du nicht einfach nur sagst, ich möchte mehr Geld verdienen, sondern dass du ganz genau weißt, wie viel Geld, wofür und was assoziierst du mit diesem Geld verdienen? Ist es Freiheit? Ist es mehr Spaß? Ist es Unabhängigkeit? Und wie sieht Unabhängigkeit eigentlich aus? Was bedeutet eigentlich Freiheit für dich? Also wie konkret? Was ändert sich zu dem Stand heute? Und genau diese wichtigen Details sind es, die am Ende auch wirklich diesen Zunder herausdefinieren, der dein Feuer entfacht und letzten Endes dich auch diszipliniert hält. Denn Motivation ist eine Farce. Motivation ist etwas, was kommt und geht. Disziplin bleibt und Disziplin sorgt auch für dauerhafte Motivation, wenn du es schaffst, tagtäglich daran zu arbeiten. Und dafür ist Strategie notwendig. Für die Strategie braucht es neue Gewohnheiten. Für neue Gewohnheiten braucht es Routinen. Für Routinen braucht es aber Klarheit, was genau du verändern musst.
welche Hebel du wirklich betätigen musst, was du genau tun musst, zu welchem Zeitpunkt, um welches Ergebnis zu erreichen. Das sind alles Dinge, die ich mit meinen Coaches bespreche und das sind auch alles Dinge, die du dir durch den Kopf gehen lassen musst. Strategie bedeutet aber auch, okay, jetzt weiß ich, was ich tun muss, wie ich es tun muss, aber wie setze ich das im Alltag um? Und da empfehle ich dir Blockzeiten. Da empfehle ich dir tatsächlich, Blockzeiten zu setzen für einzelne Aufgaben. Schau mal. Die frühen Morgenstunden sind meistens die, in denen die meisten Menschen da draußen in den E-Mails rumhängen, vielleicht nachdem sie gerade irgendwie so nach 2 Stunden langsam wach werden, erstmal in Social Media nachgucken, was passiert ist. Das ist die Zeit, in der du hochfokussiert arbeiten kannst. Das ist auch eine Zeit, in der ich dir empfehlen würde, wirklich alle möglichen Störfaktoren und Ablenkungen abzuschalten, um wirklich 2-3 Stunden fokussiert zu arbeiten. Es macht also Sinn, zuallererst in der Früh die Dinge zu tun, die wirklich Fokus von dir erwarten, die maximale Konzentration bedürfen, sodass du da schon mal die wichtigsten Aufgaben gelöst hast. Dann kannst du frühstücken gehen, dann kannst du Sport machen gehen, dann kannst du grundsätzlich eine Pause einlegen und dann nochmal die Aufgaben erledigen, die nicht 100% Fokus benötigen, aber vielleicht 90% Fokus, bei denen es auch mal zu einer Ablenkung kommen darf, wo du auch mal angerufen werden kannst, wo du auch mal eine E-Mail beantwortest. Aber auch für E-Mails solltest du dir Blockzeiten legen. Du solltest jetzt natürlich nicht dein ganzes Leben durchplanen, jeden einzelnen Aspekt. Aber es hilft dir. Es hilft dir, Ordnung zu schaffen. Es hilft dir vor allem, die Dinge schnell wiederzufinden. Und wenn du einmal diesen Aufwand tätigst, um alles durchzustrukturieren, um dir einen klaren Plan zu machen, herauszufinden, wofür du das alles tust und dann die richtigen Hebel findest, um die richtigen Ergebnisse zu erzeugen, dein Business voranzubringen, dein Angestelltenverhältnis, deine Karriereleiter nach oben zu gehen, ohne deine Lebensqualität einzubüßen, dann erfährst du das, was ich High Performance nenne. Und wenn du Interesse daran hast, mit mir zusammenzuarbeiten und diesen Weg zu beschleunigen, allem voran aber die nötigen Strategien, die du benötigst, sofort an die Hand zu bekommen und nicht erst alles im Selbstversuch 1000-mal hin und her Trial and Failure auszuprobieren, dann buch dir doch einfach ein kostenloses Erstgespräch. Wir schauen uns an, wo dein Potenzial liegt, wo du noch mehr aus dir herausholen kannst, wie du schneller, leichter, effektiver zu mehr und zu besseren Ergebnissen kommst und gleichzeitig steigern wir deine Lebensqualität. Das heißt, du wirst dich besser fühlen, du wirst glücklicher, erfüllter. Klingt wie ein Traumschluss, ist es aber nicht. In diesem Sinne hoffe ich, dass das Video dir gefallen hat. Wenn ja, gib mir einen Daumen hoch, teile das Video, ganz, ganz wichtig. Kommentiere gerne, welche Routinen du für dich etabliert hast und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Dein Patrick. Ciao. Water's up to my chin. Won't stop fighting.